Mal weg das Ganze. So. So. Ich kann das hier mit verbinden. Guck mal, jetzt sind ja ganz viele Häuser tot. Verdammte Axt. Mach's mal auf 1, dass mir hier nicht so viel. Jetzt wird das auch noch Nacht. Machen wir es mal auf Stopp. Ich will das mal kurz hier auf R, dass ich das von oben betrachten kann, besser sehen kann. Wollten wahrscheinlich zu viel neues Wohngebiet haben hier. Gut, dass es die Straße nicht automatisch abreißt. So, jetzt gucken wir erstmal hier auf der Skala. Guck mal, denen ist die Steuerbenachteiligung hier. Das ist die ganze Reihe hier. Jetzt gucken wir jetzt erstmal auf Stau. Genau, wo haben wir hier denn jetzt gerade was abgerissen? Da haben wir was abgerissen, hier. Sonst noch wo Probleme? Ich glaube, ich setze erstmal das hier, dass die Ruhe geben hier. Dahin. Und das hier. Nee, das macht keinen Sinn. Oder? Die wollen nicht so viel Steuern haben. Geringer Bodenrichtwert, sagen die. Das können wir ja ändern, indem wir hier einen Parkplatz hinsetzen. Wo es passt natürlich. Hier zum Beispiel. Da müsste sich eigentlich der Bodenrichtwert ändern. Genau, der ist nämlich hier schon sehr hoch. Wenn er hoch ist, kann man auch mehr Geld verlangen. Deswegen setze ich hier mal. Ich mache die Kacheln immer zu klein, ne? Hier außen können noch zwei hin. Hier können wir noch einen machen. Wie viel kosten die? 500. Ist ziemlich verarschen. So, bam, 500. So, da einen. Jetzt haben wir ganz viele Parks. Oh, die Bodenrichtwerte an.
Hier ist es schon dunkel, wird schon fast türkis hier, der Stelle. Und hier kann ich mal noch ein paar Häuschen abreißen. Weil die nicht wohnen wollen. So, jetzt gucken wir auf den Lärm. Hier ist natürlich besonders viel Lärm. Und hier natürlich. Gucken wir erstmal hier. Wie viel ist der voll? Ne, der ist nicht voll. Können wir eigentlich eine Verbrennungsanlage bauen? Nee. Was meckern die hier rum? Was wollt ihr denn hier? Nicht genügend gebildete Arbeitskräfte. Jetzt fängt das nämlich an. Und das, was wollt ihr? Nicht genügend Kunden. Oh, jetzt ist das schon rot geschrieben. Ihr habt ja hier auch das am letzten Zipfel, den es gibt. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Wir bauen jetzt erstmal unsere Autobahn weiter hier. Ja, auf der Seite oder so. Da musste ich mal ganz kurz hier sowas einnicken. Jetzt geht's wieder gerade weiter. Genau hier. Und dann geht's hier rüber. Finde ich jetzt schon lustig. So, jetzt muss ich das ja noch verbinden. Miteinander, das gefällt mir aber noch nicht. So, das könnte man besser gestalten. So, zum Beispiel, und dann hier so gerade lang fahren. Obwohl mir das zu gerade lang führen viel zu viel Platz wegnimmt, oder? Na, wir werden es sehen. 7440. Okay, das merken wir uns. Bauen wir erstmal die Bedürfnisse der Stadt weiter. Der kostet, glaube ich, 30, nicht? Genau. Das können wir natürlich machen. Wald. So. Haben wir einen guten Bodenrichtwert, japanischer Garten. Ich möchte bitte einen Tennisplatz hier an dieser Stelle bauen. Aber jetzt gucken wir uns nochmal den Bodenrichtwert an. Der müsste jetzt hier auch drastisch gestiegen sein. Das bedeutet, dass allein die Einwohner, ne? Bei den Einwohnern können wir jetzt sogar schon auf 11 gehen. Das würde funktionieren. Hoffe ich jetzt mal. Weil die haben ja einen hohen Bodenrichtwert. Deswegen, die verdienen auch mehr. Und weil wir jetzt gerade auch wieder gen Minus stürzen. Und mehr Wohngebiet wollen, was wir jetzt auch so hier hinten hinsetzen werden. Haben wir denn schon Wasser verteilt hier oben? Nein. Machen wir das an der Stelle. Und zu dem Bodenrichtwert, den müssen wir natürlich auch aufrechterhalten. Deswegen tun wir hier oben was hinsetzen, dass die auch hier oben zufrieden sind. Dann kommt noch hinzu, dass wir hier oben, wo haben wir eine Feuerwehr? Da.
Wir haben da eine Feuerwehr. Wir brauchen definitiv noch eine Feuerwehr, die wir hier einsetzen. Krankenhaus, natürlich auch Polizei, seid ihr gerade mal vollkommen ausgenutzt, aber krank sind einige und zwar hier oben. Deswegen warten wir mal kurz. Und bauen das dorthin. So, dort öffentliche Gesundheit. So, wir haben eine gute Bürgerzufriedenheit. Was ist das? Ach, die Ebenen. Gucken wir doch gleich mal. Schala, S will ich drücken. Also Industrie, das mittlerste Ebene, 2. Dann das hier, ist vieles auf 2, aber auch schon was auf 3. Hier auch, vieles auf 3. Wir brauchen wieder, was auf 3 ist, natürlich auch besser ausgebildete Wohngebiete. Da näher rangehen. Ich glaube, es ist noch nichts auf 5, aber auf 4 sind schon manche. Wenn ich das so richtig sehe. Oder ist hier schon was auf 5? Nee. Nee. Dann Wind, ja, Stau. Gibt's hier Probleme? Nee. Gut. Verschmutzung natürlich. Starke Verschmutzungen hier. Feuerwehr, Präsenz, Lärm. Natürlich will das jetzt hier auch ein bisschen lauter werden, genau. Das haben wir noch nicht. Kriminalität ist alles noch im Grünbereich. Freut mich. Also Bevölkerung, genau. Wie viele Erwachsene? Also Erwachsene sind sehr viele. Senioren, aber auch sehr viele, vor allem in dem Stadtteil, weil wir das als erstes gebaut haben. Und Familien natürlich wohnen hier auch. Hier auch sehr viele Familien an sich ansässig geworden. Aber hier sind sehr viele Senioren. Das bedeutet, dass hier später mal ein Krematorium, auch oder ein Friedhof, sehr günstig wäre. Sehr günstig. Also unser Bodenrichtwert ist hier schon sehr hoch, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den in den ersten Folgen wieder so hoch bekomme. Freizeit. Habe ich hier noch nichts. Strom geht wieder leicht zur Neige. Und Wasser auch. Wasser haben wir ja immer noch unsere ersten zwei, ne? Ich würde jetzt wirklich sagen, es wird Zeit. Ist es angeschlossen, das Ding? Ja, es ist angeschlossen. Und hier unten natürlich auch den zweiten davon. Und es müsste jetzt auch angeschlossen sein. Ja, ist es. Ist es. Wir wollen Bevölkerung haben. Das bekommt ihr. Das bekommt ihr. Ist mal hier. So. Die Straße soll hier runtersetzen. Dann bauen wir hier. Können wir eigentlich schon viele Straßen bauen? Nein. Die Richtung. Wo wir dann hier ausbauen können. Und das dann so gestalten können. Da könnten wir hier noch eine Straße durchführen. Und diese dann so. Und dann hier in der Mitte so eine Verbindung.
und das dann auch so verbinden hier, dass es da mal weitergeht. Hier in der Mitte ein kleines Einkaufszentrum reinbauen. Bauen wir natürlich hier hinten wieder einen Parkplatz hin. Hier so. Ne? Hier, oh, das passt ja super. Und hier hinten passt das ja auch so super irgendwo rein. Ne, bauen wir es da hin. Wasser brauchen sie natürlich auch. Hat das Abwasser zu einem weiten Weg, deswegen habe ich das jetzt mit unten angeschlossen. Okay, uns ist gerade das Geld ausgegangen, ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, das war falsch gesetzt, scheiße. Aber gerade noch so die Kurve bekommen. So. Das Commercial braucht wahrscheinlich Strom. Oh, es bekommt es jetzt.